Hier kannst du pro Ware zwei Mengen einstellen und dann, ach so. Übertragen. Ach so, okay, alles klar. Da kann man das dann, die Einstellungen, die man dann in einem Lager getroffen hat, kann man dann auf alle anderen dann auch übertragen. Okay. Passt also soweit. Wir mussten hier aber eigentlich noch ein bisschen mehr bauen, ne? Was haben wir denn hier? Das ist unsere Hanfplantage. Auslastung 100%. Auch guckt euch an, 221.000, auch nicht schlecht. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Ladekapazitäten. Obstfarmen haben wir jetzt auch schon. Das ist die Hanfplantage. Wo ist denn hier denn unsere zweite? Zuckerrohr. Ah, schade, drehen kann man nicht. Man kann hier nur ein bisschen scrollen. Nee, nicht abreißen. Obstfarm. Hanfplantage. Obstfarm, Zuckerrohr, Hanf, Zuckerrohr. Das ist aber nicht unsere, oder? Nö. Das ist auch Tabak, oder? Nee, Zuckerrohr. Das ist auch Zuckerrohr, Hanf, Obst. Da bauen die das da hin. Was willst du denn dafür? Ja, bestimmt. Bestimmt. Mit Sicherheit nicht. Okay. Da müssen wir hier noch ein bisschen was bauen. In jedem Zweig brauchten wir zwei. Lass noch mal gucken. Aufgaben. Händlerkampagne. Errichte weitere Gebäude in Cayman, sodass du von jedem Produktionszweig zwei Betriebe besitzt und fülle sie alle mit der maximal möglichen Arbeiterzahl. Ja, füllen tut sich das doch bestimmt auch einfach so noch. Also zwei. Was haben wir denn hier? Obstfarm, Zuckerrohr, Hanf, Schmiede. Und das war's eigentlich. Der Rest sind Sozialgebäude. Dann bauen wir erstmal noch weiter. Ja, Momentchen, das sieht aber doch so aus. Moment, Moment, Moment. Was haben wir hier? Das Zuckerrohr und nochmal Zuckerrohr. Also zwei Zuckerrohr haben wir. Wir haben hier, na komm, Obstfarm und Hanfplantage. Ansonsten haben wir da noch nichts. Okay. Dann bauen wir das jetzt erstmal noch. Eine Hanfplantage und eine Obstfarm. So. Obstfarm. Und er springt immer dahin. Schau mal nach Port Royal. Machen wir das so. Das war jetzt die Obstfarm. Und dann nehmen wir noch die Hanfplantage. So. Und danach müssten wir eigentlich die Schmiede bauen. Und die Tabakplantage. Davon müsste man ja auch zwei bauen. So. Und so. Dann müssen wir auch noch Wohnhäuser errichten. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, es waren zwei Wohnhäuser pro Betrieb. Bräuchten wir also 10. Baukosten 21.000. Wir bauen jetzt einfach mal ein paar. Vier Stück. Ja, in der Hoffnung, dass die anderen die nicht vorher bauen.
Okay. So, was sagt uns das hier? Laderaum 500. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein Schiff mit einem Laderaum von 500 und dann sollten wir den Rest schon gemacht haben, erreicht haben, dass wir in den nächsten Rang aufsteigen. Wäre vielleicht auch eine Maßnahme. So, was gibt es hier? Ich habe folgende Aufgabe für euch. Würde ich gerne machen. Aber 17. Dezember? Nein. Psst, hier. Ich habe etwas für euch. Nö. Was will ich jetzt schon mit einem Piratenversteck? Was haben wir denn hier? Seid gegrüßt. Wisst ihr schon, dass wir mehr Arbeiter benötigen? Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Ja, dann gucken wir mal, dass wir Baumaterial anschaffen. Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder irgendwas, was wir kaufen und verkaufen können. Das bringt hier nichts. Also wenn du irgendwo eine Handelsroute am Laufen hast, also hier jetzt zumindest, geht das nicht. So, wir müssen Geld machen. Dann fahren wir jetzt mal hier den Golf ab und starten mal bei Cancun. Vielleicht gibt es da ja was Interessantes, was wir kaufen können. Mais. Eure Hungersnot ist mir egal. Ich kaufe euch die Nahrungsmittel weg. Dann müsst ihr sie halt teurer machen. Hier. Könnt ihr euch ein paar Kleider machen? Und bevor wir völlig leer fahren, nehmen wir etwas Kaffee mit. Auch wenn ich ihn nicht mag. Aber das erzähle ich jetzt eigentlich jede Folge. So. Können wir zumindest ein bisschen wieder was verkaufen. Und da wir jetzt ja dringend Baumaterial benötigen, kaufe ich es halt jetzt runter bis auf einen Strich. Den Rest kaufe ich wie gehabt. Meine Güte, das war aber viel. Baumwolle auch. Ein bisschen Werkzeug können wir verkaufen. Oder Metallwaren. So. Das Nachbardomizil hungert und ihr verkauft weiterhin die Nahrung, ja. Bildet einfach mal einen Hilfskonvoi. Dann würde es denen vielleicht auch ein bisschen besser gehen. Nein, nein, nein. Ah komm, ein bisschen müssen wir verkaufen. Können wir hier noch ein bisschen? Nein, auch nicht. Schade. Da war schon jemand anderes schneller, vermutlich. So. Nicht verkaufen, nicht verkaufen. Ach Mensch. Das ist zu viel. So, das war gut. Ein gutes Geschäft. Ach komm, klatschen wir uns das Schiff mit Kaffee voll. Und Fleisch scheint echt eine Mangelware zu sein. Weil das kriegst du ja seltenst. Was haben wir denn da? Ist das Pest oder was? Also was in der Art. Eine Seuche. So. Was haben wir denn hier? Hier können wir ein bisschen Fleisch verkaufen. Aber die Nachfrage nach Fleisch ist jetzt auch nicht so sonderlich groß, ne?
Dann gleicht sich das Ganze ein bisschen aus. So, können wir ein bisschen Holz kaufen. So, und wenn wir Glück haben, ist der Auftrag ja noch da. Ich darf nur nicht vergessen, danach zu gucken, bevor ich das Zeug verkaufe. Und wie ich mich kenne, werde ich es vergessen. Dann mal nach Corpus Christi. Können wir noch ein bisschen Holz holen. Nee, das lohnt nicht. Da haben wir den Kaffee. Kleidung. Und ich glaube, was ich da eben an Kleidung gekauft hatte, das war das, was uns der eine Pirat mal hat abgenommen. So, einmal nach New Orleans. Und dann segeln wir mal nach Cayman. Wow. Ach ja, mehr können wir sehr wahrscheinlich nicht kaufen. Aber was wir noch verkaufen können. Ja, hier Kaffee. Kaffee ist gut. Ich will aber ein bisschen Brot kaufen. Und Tücher. Zucker müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. So, dann lassen wir das mal. Nicht, dass uns jetzt gleich das Lager in Cayman überläuft, weil wir so viel Zucker da gebunkert haben. Weil der möglicherweise nicht bis nicht durch unsere Konvois abgeholt wird. So, jetzt wollte ich ja erstmal gucken, ob dieser Auftrag noch da ist. Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. Lässt sich derzeit gut verkaufen, eine ideale Möglichkeit, also die Produktion in unserer Stadt zu erhöhen. Ich suche einen tüchtigen Produzenten, der 3 Betriebe errichtet. Bis zum 3. Januar. Also hier unsere Farmen stehen schon. Die Wohngebäude noch nicht und die muss ich ja auch noch bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich glaube uns. Ich nehme es jetzt einfach mal an, oder? Nein, nein, nein. So leid es mir tut, machen wir nicht. So, es fehlen Arbeitskräfte. Wisst ihr schon, dass wir mehr Arbeiter benötigen? Ja, ist mir klar. Ist mir durchaus geläufig. Ja, aber der hat da nichts an Zucker gelagert, ne? Er verkauft das doch weiterhin, oder wie? Gucken wir mal, ich spule jetzt hier einfach mal. In Cayman stimmt was nicht. In Cayman stimmt was nicht. Also, ich weiß nicht, was da stimmt. Muss ich mir nochmal genauer angucken. So, verkaufen wir direkt. Und das auch. Und den Rest packen wir jetzt mal hier rein. Den kann der ja nach und nach verkaufen. Und die Quest in Port Royal hätten wir noch annehmen können, wenn wir einfach hier das dann noch geholt hätten. Naja, aber hätte, wäre, wenn. Hätte uns auch nichts gebracht. Hier, das Brot können wir noch verkaufen. Und wir tun denen jetzt mal einen Gefallen und geben die mal ab. Nach da. Und machen hier mal, glaube ich, eine kleine Runde und sammeln mal ein paar Leute ein. Oh, 9 Leute. Ups.
Bitteschön. Holz kaufe ich jetzt mal nicht. Metallwaren, Belize. Wäre dann, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir dann in Belize unsere Beliebtheit noch so steigern würden, dass wir dann da die Rohmetalle halt herstellen können. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Beliebtheit 0%. Ja, okay. Ich war auch nicht sonderlich oft da. Was willst du denn hier? Ich habe folgende Aufgabe für euch. Tabak, ja, das sollte machbar sein. Zum 26. Dezember, ja komm, bevor uns hier die Zeit verstreicht, machen wir das einfach mal. So, komm, aufmachen, Cayman. Da müsste ja eigentlich, sollte da mal Tabak hergestellt werden. Anbetracht dessen. In Cayman stimmt was nicht. Ja, da ist auch eine Seuche im Moment. So, und hier haben wir, glaube ich, auch Tabak. Also insgesamt brauchten wir 50. Den kaufe ich jetzt einfach mal blind. Dafür verkaufen wir die Kleidung. Da haben wir das Dicke drin. Das Tuch brauche ich nicht kaufen. Das sind die Verkaufspreise von uns. Und vielleicht können wir die auch noch ein bisschen höher schrauben. Weil anscheinend 120% der Verkaufspreis, der da veranschlagt ist, ist ein bisschen hoch. Da könnten wir vielleicht noch das ein oder andere Geldstück noch rausschlagen. Erstmal nach Belize. Machen wir das Quest da zu Ende. So. Und dann, was war das? Der Tabak. So. Ah, 55 brauchen wir. Ja, egal. Fahren wir nochmal nach Cayman. Das kriegen wir wohl hin. Die paar sollten wir da jetzt auch kriegen. So. Und übrigens, hier kommt nochmal darüber. Und dann auf nach Belize. In Cayman stimmt was nicht. Ja, ja, ich gucke jetzt gleich mal genauer hin und dann ist gut. So, bitteschön. Jetzt muss das aber reichen. Ah, 25.000, das war doch gar nicht so schwer. Ein bisschen Kleidung. 24 Kleidungsstücke, auch nicht schlecht. Das lohnt sich. Dann gibt es hier ein bisschen Baumwolle. Ja, mit den Grundnahrungsmitteln hier, das ist jetzt nicht so prickelnd. Dann fahren wir mal nach Cayman, verkaufen den Krempel noch. Und da. Einmal das. Einmal das. Und das. Sonst noch was? Nö. Dann gucken wir uns das mal an hier. So, ja, passt, alles klar. So, was willst du mir sagen? Seid gegrüßt. Wisst ihr schon, dass wir mehr Arbeiter benötigen? Ja, und sehr wahrscheinlich brauchen wir auch noch mehr Häuser. Nur so zur kleinen Information. Deswegen bauen wir noch ein paar. Und 290.000 haben wir mittlerweile. Uiuiui. So. Haben wir nochmal. Haben wir vier, jetzt vier. Komm, machen wir noch zwei und fertig. Und dann sollte das aber passen. Und wir brauchen noch 50 Arbeiter. In Cayman stimmt was nicht.
Ich weiß, es fehlen Arbeiter und es wird auch nicht besser dadurch, wenn man mir das ständig sagt. Einmal reicht vollkommen. Könnt ihr mir bei meiner Suche helfen? Ja, komm. Also, wo ist er denn hin? Ich danke euch. Unweit vom Port Royal, ja, okay. Dann schauen wir mal, wenn wir den Guten finden. Da haben wir ihn doch schon. Oh, willkommen an Bord. So. Und ein Teil der Schatzkarte, einfach verdient. Und was machen wir denn jetzt? Eigentlich hätte ich gerne noch ein Schiff. Ja. Das hätte ich wohl noch gerne. Wir können mal gucken. Sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das freut mir. Und jede Menge rum. So. Den fahren wir rüber nach Cayman. Weil wenn die schon eine Seuche da haben, dann sollen die wenigstens sich gut desinfizieren können. Ja, und früher hat man das ja halt überwiegend mit Alkohol gemacht. Sofern man es überhaupt gemacht hat. Wo haben wir dich denn rum? Ja, dann tun wir lieber ins Kontor. Und dann kann der den dann da verkaufen. Ja. Ja, genau so machen wir das. Und einmal hier die Leute darüber. So, dann gucken wir nochmal. Wie viele Leute sollen denn da jetzt noch fehlen? Schau mal nach Port Royal. Seid gegrüßt. Noch 29. Ach, da wird immer mehr. Sehr wahrscheinlich nach der Anzahl der Häuser. Ja. Und das kann sein, dass die deswegen nicht ganz ausgelastet sind. Hm? Nö, das passt aber schon. Da sind 50 Arbeiter. Obstfarm. 68. Zuckerrohrfarm 50-50. Und da unten war doch auch noch eine, oder nicht? Ja. 50-50. Okay, müssen wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal eine Zuckerrohrfarm bauen, weil wir brauchen den ja, damit in Port Royal unsere Rum-Distillerie gut funktioniert. Hier fehlen noch ein paar Baustoffe, die sollten wir aber auch noch im Kontor haben. Und so können wir uns vielleicht noch einen kleinen Reibach daraus machen. Da ist unser Lagerist die Sachen schön nach und nach verkauft. Seid gegrüßt. Können wir nochmal gucken. Wisst ihr schon, dass wir mehr Arbeiter benötigen? Ach nö, ist schon alles weg. Dann können wir eigentlich noch mal eine kleine Tour machen, oder? Und den Rum hat er schon verkauft. Drecksack. Pass mal auf, machen hier mal 130%. Das machen wir in Port Royal bitte auch. Weil 120% scheint mir jetzt doch etwas wenig zu sein. Ich grüße euch. Und weise darauf hin, dass uns hier Rohstoffe fehlen. Ja, ist mir klar, aber du kaufst sie trotzdem nicht billiger ein. Dann halt die doch einfach mal für 10. Ja. Genau. So machst du das, nicht anders. Was gibt's denn Neues hier in der Taverne? Psst, hier. Ich habe etwas für euch. Piratenversteck. Kannst mich mal gerne haben. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange ich schon aufnehme, würde ich mal eine ganz kurze Pause machen. Ich glaube, ich mache das einfach. Ich mache jetzt hier mal Pause. So. Und wenn die Folge zu Ende sein sollte, wünsche ich euch was. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. So wie immer. Und falls nicht, hänge ich natürlich noch dran und das seht ihr dann gleich. Bis dahin, ciao.